Vor 5 Jahren, am 2. Mai 2014, starben bei Angriffen ukrainischer Ultranationalisten auf das Gewerkschaftshaus von Odessa 42 Menschen. Über 200 Personen wurden verletzt. Die Menschen starben an Brandverletzungen, Rauchvergiftungen und Knüppelschlägen. Die Nachrichten aus Odessa erschreckten die Menschen in Deutschland. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, flog der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2 Wochen nach dem Massaker nach Odessa. Er wollte vor dem Gewerkschaftshaus einen Kranz niederlegen, sah aber davon ab, nachdem ihm der Gouverneur von Odessa mitgeteilt hatte, eine Kranzniederlegung könnte neue Unruhen auslösen. Bei einem Stadtrundgang erklärte Steinmeier vor Journalisten: Wir sind hier in der Mitte Odessas an einem Ort, der vor 11 Tagen noch Schauplatz einer furchtbaren Tragödie war. Viele Menschen haben ihre Empörung und ihren Schrecken, tragen den noch in sich. Aber die Stadt scheint sich von den schrecklichen Ereignissen langsam zu erholen. Und das, finde ich, ist ermutigend. Tatsächlich war die Situation für die Opposition in Odessa nach dem Brand im Gewerkschaftshaus äußerst gefährlich. Viele derjenigen Menschen, die das Massaker in der südukrainischen Hafenstadt überlebten, flüchteten aus Angst vor weiteren Gewalttaten der ukrainischen Ultranationalisten ins Ausland. Angela und Igor Polovnov flüchteten nach Russland. Wie lange leben Sie schon hier? 5 Jahre. 5 Jahre? Nun ja, im Mai sind es 5 Jahre. Ist es hier angenehm zu leben? Oder war es schwer am Anfang? Am Anfang war es sehr schwer. Sehr schwer. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es war. Was war die größte Schwierigkeit? Wir hatten kein Geld und keine Ausweise. Wir mussten mit dem wegfahren, was wir hatten. Eine Jeans und eine Jacke. Außerdem hatten wir noch eine Tasche. Nein, eine Tasche für uns beide. Ich hatte eine Damentasche und du hattest eine Tasche. Und etwas Geld. An welchem Tag verließen Sie Odessa? Am 8. Am 8. Mai? Wirklich? Man rief uns an und sagte, ihr müsst schnell abfahren. Wenn ihr jetzt nicht abfahrt, kommt ihr gar nicht mehr weg von hier. Wer hat das gesagt? Nun, Bekannte. Die gehören auch zum Anti-Maidan. Der Anrufer schätzte die Situation realistisch ein. Er hat die Situation richtig eingeschätzt, denn wir fuhren am 8. Mai weg. Und am 10. und 11. kamen schon Polizisten und Mitglieder des rechten Sektors in die Häuser. Ja. Die Mitglieder des rechten Sektors hatten doch schon gesiegt. Was wollten Sie denn noch? Wir sind Zeugen. Sie sagten, alle, die im Gewerkschaftshaus waren, werden wir umbringen. Weil Sie Zeugen sind? Wahrscheinlich, weil Sie Zeugen sind und außerdem sind das überzeugte Gegner. Igor und Angela befanden sich während der Katastrophe im Gewerkschaftshaus. Ich bin in die 2. Etage gegangen. Im Korridor der 2. Etage habe ich gehört, wie die Angreifer die Türen aufbrachen. Ich habe geholfen, sie zu stoppen. In diesem Moment wurde Gas eingesprüht. Ich habe dieses Gas eingeatmet und um nicht das Bewusstsein zu verlieren, bin ich die Treppe hochgegangen. Dort waren schon Fenster zerschlagen und es gab frische Luft. Ich habe 20, 30 Sekunden geatmet. In diesem Augenblick wurde alles weiß, dann wurde alles grau und dann wurde alles schwarz. Während einiger Sekunden gab es diese Metamorphose. Dann wurde es dunkel, wie in der schrecklichsten schwarzen Nacht. Es war nicht mehr möglich zu atmen. Von unten kam die Hitze vom Feuer. Ich bin zurück in die 2. Etage gegangen, habe das Licht einer Taschenlampe gesehen. Dem Licht der Lampe bin ich nachgelaufen. So bin ich in ein Zimmer gelangt. Das hat mir das Leben gerettet, denn als der Brand gelöscht wurde und die Feuerwehrleute hochkamen, habe ich viele verbrannte Leichen gesehen und Menschen, die erstickt waren. Im Juli 2014, 2 Monate nach dem Massaker im Gewerkschaftshaus, war ich selbst in Odessa. Ich wollte eine Reportage über die Ereignisse in der südukrainischen Hafenstadt schreiben. Doch als mir die Augenzeugen und die Angehörigen der Toten die Details der Ereignisse erzählten, begann ich sie zu filmen. Nur eine Reportage zu schreiben, schien mir nicht ausreichend.
Vor dem Gewerkschaftshaus gedachten damals Angehörige mit Kerzen und Blumen den Toten. Die offizielle Zahl von 42 Toten wurde von den Angehörigen bestritten. Sie zeigten mir eine Liste mit 56 Toten. Ich befand mich im dritten Stock. In unserem Zimmer waren am Anfang drei Frauen. Ich und zwei junge Frauen, die mit mir Erste-Hilfe-Kurse gemacht hatten. Außerdem waren in dem Zimmer noch fünf oder sechs Männer. Wir begannen, unsere Verwandten anzurufen. Dann riefen wir die Rettung und die Feuerwehr an. Doch niemand antwortete. Niemand nahm den Hörer ab. Dann begann man, gegen unsere Tür zu donnern und die Tür aufzubrechen. Wir sind schnell zur Tür gelaufen und haben sie verbarrikadiert. Das machten wir mit einem Schrank, einem Kühlschrank und einem Stuhl. Als wir das alles aufgebaut hatten, hielten wir die Barrikade. Als man zu uns durchbrach, hat man ein Stück von der Tür zerbrochen. Und durch die Lücke hat man uns mit einem Gas besprüht. Ich weiß nicht, was das für ein Gas war. Dann warfen sie durch die zerbrochene Tür eine Blendgranate. Weil es keinen Widerstand der Männer gab, drangen sie in das Zimmer ein. Sie schrien alle auf den Boden. Die Frauen stellten sich alle an die Wand. Die Männer legten sich alle auf den Boden. Sie begannen, die Männer zu schlagen. In den Händen hatten sie Ketten und Knüppel. Sie traten sie auch mit den Beinen. Die Frauen wurden nicht geschlagen. Ich hielt das nicht aus und schrie: Hört auf, ihr seid doch Menschen. Ihr seid doch keine Tiere. Was macht ihr? Am 15. Juli 2014 war es endlich soweit. In Begleitung von Ortskundigen betrat ich selbst das Gewerkschaftshaus und guckte mir im zweiten Stock und im Dachstuhl die Folgen des Massakers an. Inzwischen hatten Aufräumungsarbeiten begonnen. Doch ich sah eingeschlagene Türen und vom Brand verrußte Wände. Was steht dort auf dem Spiegel, wollte ich von meinen Begleitern wissen. Wir werden Russland töten. Hatten die Nationalisten denn während ihrer Morde noch Zeit, Parolen zu schreiben? Sie haben hier sogar gegessen. Sie haben hier einige Büros aufgebrochen und haben hier Wodka getrunken und so weiter. Dort ist Blut. In dem von Feuer und Rauch verrußten Treppenaufgang las ich an einer Wand eine Parole des Anti-Maidan. In diesem Haus ermordeten Nazis Patrioten von Odessa. Über dieser Parole hatten Maidan-Anhänger geschrieben: Tod Putin, Janukowitsch ist ein Schuft. Auf der angrenzenden Wand las ich: Erinnere, was du siehst, das ist Faschismus. Darunter hatten ukrainische Nationalisten geschrieben: Russland, Putin, Schirinowski, Kommunisten. Wir gingen weiter. Wassili, mein Begleiter, zeigte mir auf ein gegenüberliegendes Fenster, in dem man auf den gelben Kacheln einer Toilette Blutspuren sieht. Dort. Dort hat man Menschen gefoltert. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Wir gehen weiter bis unter das Dach. Wassili zeigt mir die Luke, durch welche sich am 2. Mai 50 Personen, vor allem Frauen, auf das Dach des Gebäudes retteten. Dort haben sie sich geschützt. Die Leute vom rechten Sektor konnten nicht aufs Dach, denn dort standen Leute mit Knüppeln. Sie haben sie nicht hochgelassen. Ukrainische Politiker hatten das Vorgehen der Ultranationalisten in Odessa am 2. Mai 2014 mit der Behauptung gerechtfertigt, russische Terroristen hätten in Odessa einen Umsturz geplant.
Aber wer waren eigentlich die Toten im Gewerkschaftshaus? Hier wollen wir den Menschen zeigen, dass das leider Opfer des Regimes sind, welches in unserem Land existiert. Warum? Weil es unter diesen Menschen keinen einzigen Russen, keinen einzigen Menschen aus Transnistrien gibt. Es sind alles Menschen aus Odessa. Dieser Junge mit dem Namen Papura ist Student. Am 24. wird er 18 Jahre alt. Der Junge sprang mit diesem Burschen, Andrei Brajewski, wegen der hohen Temperaturen auf der anderen Seite aus dem Gebäude. Der Junge kam bei dem Sprung ums Leben. Dieser verletzte sich den Kopf. Im Krankenhaus erzählte er noch, wie man ihn geschlagen hat. Auch er hat nicht überlebt. Als es eine Stream-Videoübertragung gab, sah man diesen Mann tot mit dem verbundenen Kopf. Man sah, dass Mischa da liegt. Am 7. fand man ihn im Leichenschauhaus. Er war verbrannt. Er war tot, aber seine Hände waren unverletzt und nicht verbrannt. Aber diejenigen, die man lebendig verbrannt hat, hatten verbrannte Hände, weil sie versuchten, mit ihren Händen das Feuer zu löschen. Das ist Mischa, ein Terrorist, ein Separatist. Diese Losungen, diese Gedanken, die auf dem Maidan geäußert wurden, entsprachen überhaupt nicht meiner Weltanschauung und haben mich als Mensch und in meiner Persönlichkeit verletzt. Denn ich bin Russe, ungeachtet der Tatsache, dass ich Bürger der Ukraine bin. Ich habe in der Ukraine gelebt und gearbeitet. Meine Kinder sind hier auf eine ukrainische Schule gegangen. Sie haben die ukrainische Sprache gelernt und die ukrainische Kultur. Das ist unser Land. Und es ist nicht richtig, dass die Zukunft des Landes von einer Gruppe von Schuften entschieden wird. Warum gingen wir auf diese Demonstrationen und Versammlungen? Wir wollten, dass uns die ganze Welt hört. Es gibt nicht nur die auf dem Maidan rumspringen, es gibt noch eine andere Meinung. Ihr müsst euch mit uns zusammensetzen, mit uns sprechen. Denkt darüber nach, wie man zu einer gemeinsamen Position kommen kann. Бендеровские бесы, классно. Молодцы вообще. Gibt es Beweise, dass der ukrainische Oligarch Igor Kolomoyskyj wirklich der Organisator der Ereignisse in Odessa war? Soweit ich weiß, hat er das nie besonders verheimlicht. Oder ist es ein Gerücht? Und sagte, wenn es sein muss, werde er es auch noch einmal wiederholen. Das waren seine Worte, ja. Außerdem war seine Privatbank, die als erste eine Anzeige veröffentlichte, dass sie für die Festnahme eines Separatisten $10.000 zahlt. Die Menschen in der Ukraine befinden sich heute in einem aufgedrehten, psychisch nicht stabilen Zustand. Die Menschen leben in Emotionen und diese Emotionen werden ständig angeheizt. Unsere ukrainischen Medien heizen ständig an. Seit Anfang des Maidan. Warum wurde der Maidan 24 Stunden am Tag vom Fernsehen übertragen? Sie haben die Menschen von Beginn an getrennt. Sie haben Hass gesät gegen die jeweils andere Seite. Deshalb meine ich, das ist jetzt alles nicht richtig, nicht normal. Und das wird zu nichts Gutem führen. Und noch einmal. Die Leute, die das alles steuern, sitzen auf der anderen Seite des Ozeans. Alle anderen sind für sie nur Bauern, wie beim Schachspiel, zum Opfern. Es gibt noch Könige und Türme und die Menschen nur Verbrauchsmaterial. 5 Jahre nach dem Massaker von Odessa gibt es immer noch keinen offiziellen Untersuchungsbericht, geschweige denn einen Prozess gegen die Täter und ihre Hintermänner. Keine einzige der bekannten Menschenrechtsorganisationen in Deutschland hatte eine Aufklärung des Brandes im Gewerkschaftshaus gefordert. Und bis auf einzelne Abgeordnete der Partei Die Linke wurde das Massaker von Odessa im Bundestag ignoriert und bis heute totgeschwiegen.